Darauf freut sich Carmen schon den ganzen Tag. Großmutters Kartoffelpuffer oder Reibekuchen. Was wir dazu brauchen, für zwei Personen 500 Gramm Kartoffeln. Und die wollen wir mal eben schnell runterreiben. Meine Großmutter hat dafür mal die ganz, ganz feine Reibe genommen. Da habe ich aber tatsächlich nicht so eine große Lust dazu. Und ich finde es fast ein bisschen schöner, wenn sie noch ein bisschen Struktur haben. Deswegen nehme ich die zweitkleinste Reibe. Und das mache ich jetzt mal eben. Wir sehen uns in 3 Stunden wieder. So, überraschenderweise hat es tatsächlich nur 3 Minuten gedauert. Also dafür lohnt es sich eigentlich nicht, eine Küchenmaschine in Gang zu setzen. Oder so wie Carmen, die ihren Thermomix jetzt in Schwung gebracht hätte. Ich bin da ja mehr so der vom alten Schlag. Aber jetzt weißt du wieder, dass du was in Gang gebracht hast mit dem Thermomix. Ja, ich weiß, ich kriege dann immer was an die Backen von all denjenigen, die so einen tollen Thermomix zu Hause haben. Aber ich habe mir jetzt ganz viel Geld gespart und ich habe das mit der Hand gerieben, es ging auch. In unsere 500 Gramm geriebene Kartoffel reiben wir jetzt noch eine halbe Zwiebel hinein. Bitte nicht kaputt schneiden, lass sie im Ganzen, dann kann man sie auch vernünftig reiben. Und ich nehme wirklich nur die Hälfte und was da jetzt hier übrig bleibt, kommt in meine nächste Suppe oder in meine Bratkartoffeln. So, schaut mal, wenn wir die Kartoffeln so gerieben haben, da setzt sich ganz viel Wasser ab und dieses Wasser muss raus. Weil dann funktionieren unsere Kartoffelpuffer nicht und das geht am allerbesten, wenn wir das Ganze jetzt auf ein feines Sieb geben. So, erstmal alles raus. Jetzt drücke ich das Ganze noch ein bisschen und dann bildet sich hier unten, da, schaut mal, da ist dieses ganze Wasser von den Kartoffeln. Also, ihr dürft diesen geriebenen Kartoffelbrei, den wir jetzt hier so haben, diese Masse, dürft ihr nicht lange stehen lassen, weil natürlich die Kartoffel oxidiert, die wird dunkel, aber auch die Zwiebel, die hier drin ist, die mögen das gar nicht gerne, wenn sie lange unter Luft stehen, die werden dann braun, beziehungsweise bei der Zwiebel ist es so, dass sie dann bitter wird. Wenn diese Kartoffelmasse ein bisschen abgetropft ist, geben wir sie zurück in unsere Schale. So. Das unbedingt stehen lassen und nicht großartig bewegen. Warum, zeige ich euch sofort. In diese Masse geben wir jetzt noch ein Ei hinein, Salz, Pfeffer und Muskat. Ein ganzes Ei. Zack, weg ist es. Ein bisschen Muskat. So ein Kartoffelpuffer, der darf ruhig ein bisschen Temperament haben. Ich finde es ja ganz schwierig, wenn ein Kartoffelpuffer nach nichts schmeckt, dass ich dann erst noch Salz drauf machen muss oder Pfeffer, finde ich langweilig. Frisch gemahlenen Pfeffer, nicht zu knapp. Und dann hier Löffel im Salz, geht gar nicht. Eine Prise geht nur mit den Fingern und nicht mit dem Löffel. Das Ganze mischen wir jetzt untereinander. Richtig schön verarbeiten, vermengen und dann ist das Schlimmste eigentlich schon getan. So, schaut mal hier, da haben wir jetzt unsere Stärke von der Kartoffelmasse und da gieße ich jetzt vorsichtig das Wasser runter. Was da im Topf bleibt, das ist die Kartoffelstärke. Und die hilft uns jetzt, die Kartoffelmasse noch ein bisschen besser zu binden. Das heißt, wir geben jetzt praktisch alles zurück auf unsere Stärke und rühren das noch mal kräftig durch und dann können wir auch schon mit dem Backen anfangen. Jetzt wollen wir mal 4 schöne Kartoffelpuffer machen und dafür habe ich hier so eine richtig schöne dicke fette Eisenpfanne, die ist wirklich unglaublich schwer und ich habe dort einiges an Öl schon drin. So, ich habe mal, hört ihr das? Ja. Also, da ist schon richtig Temperatur drin. Die Temperatur habe ich aber jetzt weggenommen, kleine Flamme und jetzt nehmen wir unsere Kartoffelpuffermasse. Du hast gesagt 4, was willst du denn gleich essen? Ich will gerne Hunger leiden, wenn es dir nur schmeckt, Carmen. Ja, das ist gut so. So, und dann schaut mal, dann versuchen wir in der Pfanne diese Kartoffelpuffer ein bisschen auseinander zu drücken, dass sie nicht so furchtbar dick sind, weil es hat einen Vorteil, dann hast du mehr Röststoffe und sie werden schneller gar. Da machen wir jetzt 4 Stück von. So, schaut mal, wir haben jetzt hier diese wunderbaren braunen Bereiche schon am Rand. Und genau da wollen wir hin. Und sie blubbern so richtig schön in unserem Fett. Und jetzt drehen wir die mal vorsichtig um. Oh, Gott. Oh. Oh, Michael, du kriegst nichts ab. Nee, schon wieder nicht? Nee. Guck mal. Oh, lecker. Und ich hab's ja gesagt, dieses Ding braucht ein bisschen Geduld.
So. Die sehen doch wirklich, wirklich lecker aus. Machst du mir dazu noch einen Apfelmus? Dazu mache ich dir noch einen Apfelmus. Okay. Und diese Kartoffelpuffer lassen wir auf der zweiten Seite ebenfalls ganz langsam garen. Die erste Seite kam in wie lange? Ungefähr 8 bis 10 ja, Minuten. Das kommt kann hier. Man ungefähr sagen. Die zweite Seite wenigstens genauso lang. Gucken wir nochmal von unten. So, die müssen natürlich jetzt ein bisschen abtropfen. So, die müssen natürlich jetzt abtropfen, sonst wird es zu fettig. Und dann legen wir sie so auf ein Küchentuch. Weil wir ganz zärtlich waren mit der Hitze, ist dieses Fett noch gut geeignet, um noch die nächsten 2-3 Partien Kartoffelpuffer zu backen. Also lieber langsam, weniger Hitze. Das tut den Kartoffelpuffer gut. Das Fett verbrennt nicht. Und ihr seht, schau mal, welche Farbe sie haben. Oh, und das ist so wirklich bei ganz kleiner Hitze langsam gebacken. So, diese roten Fingernägel und der weiße Zucker, das könnte sein, dass Carmen jetzt... Carmen, so viel Zucker da drauf, das kann doch nicht dein Ernst sein. Kann ich mir das erlauben oder nicht? Ja, du kannst es dir erlauben, aber mein schönen Kartoffelpuffer, das ist ja eine Süßware. Oh, lecker. Ich mag das so aber total gerne. So, jetzt sag mal, was du davon hältst. Wie sind die knusprig? Die sind also, super knusprig. Haben wir ja schon mal gehabt, ne? Wie ein Gürteltier, ne? Außen knusprig, innen weich. Gürteltier. Okay. So, probier mal. Ist gut, ne? Ist wirklich gut. Mhm. Ja, Carmen hat jetzt den Mund voll. Also, das sind unsere... Ich möchte es jetzt wirklich mal sagen. Die sind so knusprig und dann kommst du ganz bisschen so an das Weiche im Moment dran. Oh, das ist so lecker mit Zucker. Es ist so toll. Man glaubt es nicht. Das sind unsere Kartoffelpuffer. Ihr Lieben, ihr seht, das ist ja nun wirklich das Schnellste der Welt. Carmen ist immer noch am Mampfen. Wir sind ganz glücklich, dass ihr bei uns seid. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Und Carmen und ich, wir haben euch furchtbar lieb. Man soll nicht mit vollem Mund reden. Das ist so lecker. Tschüss.